shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Cedi, und ich habe ein neues Video für euch, denn vor ungefähr 2 Wochen habe ich so eine RP-Methode hochgeladen mit der Capture-Mission, wo ich damals auch immer gedacht habe, dass es eigentlich gar nicht so eine gute Mission ist oder dass es da gar nicht so viel RP gibt, bis ich dann wirklich mal selber getestet habe, komplett analysiert habe das Ganze und die Zeit aufgeschrieben habe und habe halt daraus ein Video gemacht, weil ich echt wirklich überrascht bin, wie viel RP es doch gibt. Und eigentlich ist es wirklich eine gute Methode. Und weil ich halt weiß, dass viele PS3- und Xbox-Spieler mir zuschauen und den Job, den ich halt verlinkt habe, nicht bei allen funktioniert, habe ich einfach mal gedacht, ich mache eine Abfrage, wer denn sowas auch für seine Konsole haben möchte und wer nicht weiß, wie man so einen Job selber erstellen kann. Und da habe ich halt gesagt, wenn 20 Leute daran interessiert sind, dass ich sowas zeige, wie man sowas macht, also so ein Tutorial über einen Job-Editor, dann sollen sie doch bitte Hashtag RP in die Kommentare reinschreiben. Und wenn 20 Leute das wollen, dann mache ich das. Es haben zwar nur 14 Leute sich gemeldet, aber die 14, die haben auch immer wieder mal geschrieben, wann das Video endlich kommt, weil die wollen es halt auch haben und so. Und weil ich im Moment gerade Zeit habe, dachte ich mir, ich stelle euch einfach mal das jetzt vor. Für die Leute, die es selber wissen oder das alles denen schon bekannt ist, die können natürlich jetzt das Video wieder ausmachen, weil es gibt jetzt nichts Neues oder Besonderes in dem Video noch, was ich euch erzählen möchte. Es geht einfach nur darum, dass ich euch jetzt zeige, wie man so einen Job für sich selber erstellt. Und mehr eigentlich nicht. Für die Leute, die jetzt eigentlich gar keine Ahnung haben, um was es hier geht, der Link zu dem Video ist unten in der Videobeschreibung, damit ihr das Video auch mal anschauen könnt, damit ihr möglichst viel RP in kurzer Zeit machen könnt. Und vielleicht ist jetzt dann doch wieder das Video, wo ich jetzt gerade mache, sinnvoll für die anderen Leute. So, lang genug geredet, ich fange jetzt gleich mal an, euch das zu zeigen, was ihr dazu machen müsst. Also ich mache jetzt so ein Tutorial von dem Job, wie man sowas erstellt. Und dann wisst ihr das auch, wie das auf eurer Konsole oder auf eurem PC oder sonst was funktioniert. Ich denke mal, die Menüführung wird wahrscheinlich ein bisschen anders auf der PS3 sein, wie auf der PS4 oder auf der Old Gen allgemein. Aber das seht ihr, also ihr könnt es euch ja dann ein bisschen, ja, vorstellen, wie sowas funktioniert. Es geht ja nur ums Prinzip, ne? So, dann fange ich jetzt am besten gleich mal an und erzähle euch oder zeige euch, wie das geht. Und zwar, ich starte das Ganze jetzt mal aus der Story. Und zwar, da geht ihr dann auf Start, geht's dann auf Online und geht's auf den Editor. Danach geht ihr auf Capture und geht auf Kampf. So. Dann sucht ihr euch als allererstes mal eine schöne Location aus, wo ihr ein bisschen Platz habt. Dafür drückt ihr die Optionstaste oder die Starttaste. Und dann seht ihr hier die Karte und dann geht es halt irgendwo hin, wo ihr halt denkt, dass ihr ein bisschen Platz habt. Weil wenn es so eng zwischen Häusern ist, ja, finde ich ein bisschen störend. Deswegen machen wir das Ganze jetzt mal unten am Flughafen, da habt ihr genug Platz. Und drückt einfach nur mit X, dass ihr halt dann dort seid. So, dann da, wo die Ausrufezeichen immer sind, da müsst ihr irgendwas machen, damit ihr den Job dann überhaupt nachher testen und speichern könnt und veröffentlichen könnt. Deswegen fangen wir jetzt einfach mal an, die ganzen Ausrufezeichen, ja, zu entfernen. Da gibt es auf jeden Fall mal einen Titel. Das nenne ich einfach mal Cedi abonnieren. Dann müsst ihr noch eine Beschreibung eingeben. Da gebe ich jetzt einfach mal nochmal hier Cedi ein. Dann müsst ihr so ein blödes Foto machen. Dann drückt ihr einfach nur auf X. Also ihr könnt euch natürlich auch anstrengen, da das richtig schön machen. Aber ich mache das jetzt nicht. Ich will es euch nur zeigen, wie das Ganze funktioniert. Missionstexte, da braucht ihr halt auch nichts Wirkliches. Das ist übrigens neu, sehe ich gerade. Dann macht ihr Anzahl der Spieler, je nachdem, wie viel ihr halt machen wollt. Je mehr Spieler ihr habt, desto mehr Spawn-Punkte müsst ihr setzen. Und deswegen empfiehlt sich das immer, gerade bei sowas, ein bisschen weniger Anzahl der Spieler zu machen, damit ihr nicht so viel Spawn-Punkte setzen müsst. Da gibt ihr jetzt einfach mal, keine Ahnung, 10 Minuten ein. Team-Details, Teamfahrzeuge respawn, da gibt ihr einfach mal keine ein. Könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht. Zielpunktzahl, da ist es wichtig, die 8 einzustellen, damit ihr möglichst viele Koffer abgeben könnt. Und das Spieler-Tragelimit würde ich auf 7 einstellen, dass ihr halt zweimal komplett die 7 Koffer einsammeln könnt, aber nicht außerdem beim ersten Mal alle 8 Koffer einsammelt, abgibt und dann ist die Mission schon vorbei. Deswegen gebt ihr 7 ein, dann tut ihr 7 Koffer einsammeln, abgeben und dann könnt ihr wieder 7 Koffer einsammeln und abgeben. Das heißt, ihr spart euch dadurch ja 6 Koffer, das sind auch ungefähr 150 RP oder sowas, wenn ich das richtig im Kopf habe. Achso ja, Team Outfit ist auch neu,
Nur, es ist noch nicht aktiv. Keine Ahnung, was Rockstar da jetzt in Zukunft noch geplant hat. So, es buggt jetzt gerade ein bisschen rum, habe ich gesehen. Dann macht ihr einfach mal, um Munition zu sparen, feste und aufnehmbar. Dann macht ihr feste Pistole und ein MG, damit ihr halt die ganzen Akteure im Hintergrund vielleicht noch töten könnt, wenn ihr das natürlich wollt. Da empfiehlt sich einfach die Stumpfschrotflinte. Die haut einiges weg. Umgebungsdetails, Tag mit der Tageszeit, Verkehr, bla bla bla. Braucht's ja eigentlich alles nicht. Gewinne mit, ja, mach mal eine Runde. Empfiehlt sich. So, da haben wir hier auf jeden Fall mal das Ausrufezeichen weg. Dann macht ihr Platzierung, Auslöser platzieren. Dann machen wir einfach jetzt mal hier. Lobbykamera, wieder ein blödes Foto machen. Auch alles uninteressant. Teamspawn-Punkte. Da müsst ihr jetzt natürlich 3 Stück einstellen, weil 6 Spieler. Ach, dann geht's oben noch auf Team 2. Dann müsst ihr das andere Team auch noch einstellen. Zack, zack und zack. Abgabebereich. Da machen wir das hier für das eine Team. Hier für das andere Team. Dann müsst ihr noch den Respawn-Bereich eingeben, wo die Leute mal spawnen, wenn sie tot sind. So, machen wir das auch noch kurz. Capture-Details, machen wir Sicherheitskoffer. Da müsst ihr ein bisschen weiter weggehen, damit das auch alles anerkannt wird, weil wenn es zu nah an den Spawnpunkten ist, dann funktioniert das auch nicht. Deswegen alle möglichst nah beieinander, damit es relativ schnell geht, weil wir wollen ja keine Zeit verlieren, weil Zeit ist Geld oder in dem Fall Zeit ist RP. Dann brauchen wir noch die Zusatzelemente, damit wir da so ein bisschen gechillt das alles machen können, damit die Akteure, die ihr nachher einfügt, euch nicht stören. Fangen wir mal hier an, so ein paar Barrieren zu bauen. Achso, ich weiß jetzt nicht, ob dieses Element auf der PS3 oder so auch verfügbar ist. Und deswegen machen wir jetzt einfach mal einen Gegenstand, der sicher auf allen Konsolen drauf ist. So, dann haben wir das mal ganz hässlich eingezäunt. Ich weiß natürlich, dass hier überall Lücken sind, wo wahrscheinlich der Gegner nachher drüber gehen kann. Aber das ist ja nur zum Zeigen, damit ihr wisst, wie man sowas erstellt. Das geht ja nur ums Zeigen, ne? Ob es jetzt sinnvoll ist, bezweifle ich. Ach so, Akteure brauchen wir natürlich noch. Die geben ja auch nochmal 25 AP. Ja, machen wir mal Hausmädchen. Machen wir zufällig. Da ist es ganz wichtig, unbewaffnet zu machen, sonst wird es relativ, ja, unentspannt, wenn die zurückschießen. Respawn machen wir unbegrenzt, damit ihr euch da ein bisschen austoben könnt. Beziehungen machen wir überall feindselig, auch ganz wichtig. Und da müsst ihr es ja eigentlich nur noch platzieren. So. Und dann testen wir das Ganze schon mal. Das war's eigentlich schon. Dann müsst ihr halt für beide Teams das einmal kurz testen. Da schaut ihr einfach nur, dass es passt. Ja, an einem Test ist halt auch wichtig, dass ihr seht, dass die Frauen dann nicht durch die Lücken kommen können. Ja, wenn ihr habt halt danach ein bisschen mehr Zeit, könnt ihr euch da ein bisschen austoben, irgendwas Schönes machen. Wie ihr seht, ich sammle jetzt die ganzen Koffer ein. Jetzt bin ich voll mit 7 Stück. Gibt es jetzt zurück zum Abgabepunkt. Und jetzt kann ich nochmal genau 7 Stück einsammeln. Und es gibt halt wirklich mehr EP, wie da wirklich 8 Tragelimits einzustellen. Ja, theoretisch könnt ihr noch Waffen hinstellen, damit ihr noch genügend Munition habt, um euch da auszutoben. Aber ihr könnt es auch mit Waffen in Besitz machen. Da habt ihr wahrscheinlich eh mehr Munition. Und dann machen wir das Ganze noch für das andere Team auch noch zum Testen, damit Rockstar weiß, dass es funktioniert für beide Teams. So, und das war es eigentlich schon. Jetzt habt ihr den Job getestet und alles erstellt. Ging eigentlich relativ schnell, wie ihr gesehen habt. Und dann müsst ihr eigentlich nur noch auf Speichern. Auf veröffentlichen oder speichern, dann habt nur ihr den Job, und wenn ihr es veröffentlicht, dann können auch andere Leute den Job spielen. Und mehr gibt es eigentlich in dem Video gar nicht zu sagen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Für die 14 Leute, die es unbedingt sehen wollten, hoffe ich doch, dass ihr wenigstens ein Like da lässt. Also 14 Likes wäre natürlich schon geil, 15 wäre natürlich richtig edel. Ja, das war's eigentlich schon mit dem Video. Ich brauche eigentlich dazu gar nicht mehr viel zu sagen. Ich denke mal, alles ist gesagt. Falls es irgendwelche Fragen gibt, diesbezüglich schreibt es einfach in die Kommentare, ich helfe so gut wie es geht, gebe euch vielleicht noch ein paar Tipps oder sonst irgendwas. Und dann bin ich mal raus an der Stelle und dann wünsche ich euch viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Video. Also Jungs, haut rein, macht's gut, ciao.